Hallo und herzlich willkommen beim Ötztal-Blog mit folgenden Themen. Bestes Öko-Hotel Europas im Ötztal, Lengenfeld. Bereits zum zweiten Mal in Folge erlangte das Naturhotel Waldklause die begehrte Auszeichnung zum besten Öko-Hotel Europas. Dazu erkoren wurde die Hoteliersfamilie Edmund und Irene Auer von einer Fachjury des renommierten Reisemagazins GeoSaison. Dass diese Auszeichnung zweimal in Folge ins Ötztal wandert, stellt für das gesamte Tal eine außerordentliche Werbung dar, so Oliver Schwarz, Direktor des Ötztal-Tourismus. Neuer Arzt in Sautens. Sautens. Mit Dr. Wolfgang Frick hat die Gemeinde Sautens am Anfang des Ötztales nun auch einen praktischen Mediziner vor Ort. Zur offiziellen Segnung der neuen Ordinationsräumlichkeiten im Gemeindehaus Sautens konnte der Mediziner zahlreiche Gäste begrüßen, darunter Bürgermeister Freddy Köll sowie Dr. Franz Josef Wilhelm. Spitzenspiel ohne Höhepunkte. Heiming. Kampfbetont, aber ohne wirkliche Höhepunkte, endete das Schlagerspiel zwischen dem SV Heiming und dem SC Imst in der Landesliga West. Die beiden Tabellenspitzenreiter boten den 900 Zuschauern Fußball-Schonkost ohne spielerische Schmankeln. Einzig die Anzahl der Fouls sorgte für Emotionen am Platz. Frühlingsball in Lengenfeld. Lengenfeld. Im Gemeindesaal von Lengenfeld luden die Tirolgreiner zum Frühlingsball. Zahlreiche Musikgruppen waren mit dabei, unter anderem die Murkser, die Alpingreiner, 123 aus Tirol sowie die Krackeler. Nach 20 Jahren standen auch wieder die Mannen des Ötztal-Echos auf der Bühne, anlässlich eines Gastspieles. Viele Ötztaler nutzten den Ball zum Tanz in den Frühling. Mehr Infos gibt es wie immer unter ötztalblog.com. Der Ötztal-Blog wurde präsentiert von der Raiffeisenbank Sölden, deinem Partner für Private Banking.